Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Julia Among the Stars. Beim letzten Mal haben wir endlich dieses komische Monster da besiegt und das war so nervtötend. Aber okay, gut, wir haben es geschafft, wir haben es hinter uns. Und dann haben wir eine Sternenkarte bekommen und die müssen wir jetzt untersuchen. Da haben wir letztes Mal schon angefangen und uns dann doch überlegt, machen wir doch nicht, sondern erst in dieser Folge. So, denn das ist eine etwas komplizierte, eine erweiterte Analyse, genau. Okay. Laut meines 3D-Scans des Tempels sollten wir versuchen, die 4 angezeigten Konstellationen zu bestimmen. Leichter gesagt als getan. Wie soll ich denn die richtige Sternkonstellation finden, wenn es so unglaublich viele davon gibt? Ich denke, ich kann die Aufgabe einfacher machen. Sieh dir das an. Was hast du gemacht? Oh, das sieht tatsächlich einfacher aus. Ich habe die Umgebung in 3 Ebenen aufgeteilt, abhängig von der Entfernung. Du kannst mit den Pfeiltasten zwischen den Ebenen wechseln. Ich habe auch eine Hervorhebung für Konstellationen eingefügt. Wenn du darauf klickst, leuchtet die Konstellation auch dann weiter, wenn du die Ebene wechselst. Perfekt. Ich leg dann mal los. Versuche einfach, die 4 Konstellationen zu finden. Ich berechne dann den Rest. Vergiss nicht, die gescannten Konstellationen zu überprüfen. Ah, gut. Ich habe nichts verstanden. Außer, dass wir Konstellationen finden müssen. Okay. Ja, ich fange mal damit an. So, und jetzt? Da kann ich zwischen den Ebenen wechseln. Aha. Ich verstehe es aber immer noch nicht. Wie viele Ebenen sind es denn? Das sind doch 3 jetzt, oder? Oder waren das 4? Moment. Konstellation ausgewählt werden. Ja, die Markierung einer Konstellation kann mit einem Klick wieder aufkommen. Auch gut. Um die Sternenkarte zu wechseln. Mhm. Ebene wechseln. Achso, die Sternenkarte und Ebene wechseln. Aber da oben ist doch gar nichts. Ach doch, hier. Wie kann ich jetzt die Sternenkarte wechseln? Doch nicht. Okay. Ja, nochmal. Ebene wechseln. So. Was, wonach suchen wir jetzt eigentlich? Nach Konstellationen. Ja, okay, gut, aber... Nö, das war wohl irgendwie verkehrt. Also 1, 2, 3, 4, 5 sind auf dieser Karte. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind auch 5. Und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 2. Ja, tatsächlich, da sind 6. Wir müssen 4 Konstellationen finden. Ich verstehe es nicht. Also, wie sehen die denn aus und warum? So, gut, ich mach mal das hier. Das muss ja dann irgendwie in der Nähe sein. Oder welche, die gleich sind? Ich habe keine Ahnung. So, das haben wir schon markiert. Nee, aber das bringt doch nichts. Hm, sind die gleich? Nee, Moment, ich will... Hallo, ich will die weghaben. Okay, so. Ich verstehe die Aufgabe immer noch nicht. Also das hier sieht ähnlich aus zu dem... Nee, doch nicht. Ja, keine Ahnung. Also wenn man die Aufgabe schon gar nicht versteht, ist es irgendwie doof. Dann werde ich jetzt hier mal einen Schnitt machen und mich mal informieren, was da eigentlich die Aufgabe ist, denn so geht das nicht weiter, denn ich kann da rumklicken jetzt, aber das bringt nichts. Okay, wir sehen uns also gleich nach dem Schnitt wieder. Bis bald!
So, da bin ich wieder zurück und ich weiß jetzt, was ich machen muss. Jetzt habe ich es endlich kapiert. Ist im Prinzip ganz einfach, aber ich kam einfach nicht drauf klar. Okay, also hier sind Konstellationen Nummer 3 in dem, weil hier, wir müssen ja 4 finden. Warum gerade 4? Keine Ahnung, gibt uns das Spiel so vor. Okay, Nummer 4, Nummer 1. Hier, da, also da sind diese 4 und da muss man dann das hier da drin finden. Okay, also dann mal los. Suchen wir mal erstmal nach der ersten, genau. Also, das ist es nicht. Das hier ist sieht auch nicht so aus. Das hier sieht auch nicht so aus. Nee, das auch nicht. Das auch nicht. Oder? Nö, das auch nicht. Okay, dann jetzt Pfeil nach oben. Da hatte ich schon was markiert. Das will ich aber nicht. Das ist auch nicht das Richtige. Das ist auch nicht das Richtige. Aha, das aber. Das doch. Ja, ja, doch, das sieht dann aus. So, da unten sind 3 so Sterne, die haben wir dann hier wieder. Hier so ein Bogen aus 3 Sternen, der ist hier. Dann haben wir hier 2 helle und einen dunkler, also nicht ganz so hellen. Das ist das hier. Okay, das haben wir gefunden. Nummer 1. Dann Konstellation Nummer 2. Wird wahrscheinlich nicht hier in diesem Sternbild sein. In dieser Ebene. Obwohl in einem ja 2 sein müssen. Nee, aber das ist hier nicht. Okay. Wieder Pfeil nach oben, machen wir einfach so weiter. Das sieht auch nicht so aus, das sind so viele kleine, nein, das ist es nicht. Nee, das auch nicht, das ist zu groß, das ist auch zu groß. Okay, dann ist es da wohl nicht. Hier 2, aha, hier da. Da sind diese 2, dann ist da noch ein heller, da unten noch ein heller. Genau, da oben ein kleiner. Und da, genau, das ist es. Das ist Konstellation 2. Konstellation 3 ist ja doch gar nicht so schwierig. Ja gut, na, man muss eben wissen, was man machen muss. Oh ja, hier, das sieht doch gleich hier so nach dem aus. Da hat die 2 hellen, da noch ein heller und ein paar kleine. Da noch ein weiterer heller, genau, das hier. Und Nummer 4. Das wird jetzt sicherlich hier nicht sein. Machen wir einfach mal gleich weiter, da hatten wir schon was, dann wird das vermutlich hier sein. Das aber nicht, das auch nicht. Aha, das da. Doch hier, da ein großer, ein ganz kleiner. Und da auch wieder so ein großer, ein kleiner. Da einer weiter abseits. Dann 2 so fast übereinander. Ja, das ist das. Okay, hier. Also wir haben es geschafft, ja. Ich glaube, wir haben es gefunden. Mit der Sternkarte haben wir einen verborgenen Planeten in diesem Sonnensystem gefunden. Ich denke, wir sollten da mal vorbeischauen. Das könnte eine gute, aber auch gefährliche Idee sein. Groß die Wahl haben wir doch eh nicht, oder? Du hast recht. Gehen wir. Ja, ich bin auch dafür. Lass uns da mal hinschauen. So, ein neuer Stern oder ein neuer Planet in diesem Sonnensystem. Der hier? Ja, was anderes haben wir sowieso nicht zu tun, also hin da. Ah, okay. Beschreibung. Dieser Planet wurde noch nicht gesehen. Dann müssen wir erstmal dahin. Ja, los. Erstmal hin da. So, jetzt sollten wir da sein und dann müssen wir den jetzt erstmal scannen. Scan beendet. So, ein Moment, ich wollte gerade was lesen. Ach so, okay, dann erstmal das hier. Sonnenbahn unregelmäßig. Keinen Mond. Ein Gebiet, das zur Landung geeignet ist. Und da blitzt irgendwas. Über diesen künstlich erschaffenen Planeten lässt sich nicht viel aussagen. Seine gesamte Existenz widerspricht allem, was wir über dieses Universum wissen. Ah, es ist ein künstlich geschaffener. Okay, dann Moment. Ja, hier gab es noch was zu lesen. Ein Planet unbekannten Ursprungs. Vermutlich wurde er von Außerirdischen erschaffen. Der gesamte Planet ist von biomechanischen Geräten übersät. Es ist ebenfalls möglich, dass der gesamte Planet eine große Apparatur darstellt. Eine interessante Beobachtung ist, dass der Planet mit einer starken Tarnvorrichtung ausgestattet sein muss, da er für den Planetenscanner unsichtbar war. Aha, gut, wir haben ihn aber gefunden und deswegen wollen wir jetzt hier mal landen. Dann schicken wir Mobot wieder runter. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Während sich Mobot auf dieser merkwürdigen Welt befindet, lässt sich eine Sache nicht leugnen. Sogar die fortgeschrittenste Erfindung auf der Erde wirkt im Vergleich mit diesem künstlichen Planeten primitiv.
Dennoch wirkt er deutlich realer, deutlich persönlicher. Liegt das daran, dass die Menschen eine derartige Entwicklung nicht erreichen können, ohne dass dabei ihre Seelen beschädigt würden? Oder ist es einfach nur die Tatsache, dass wir niemals die Gelegenheit haben werden, diese Wesen kennenzulernen, die nun schon seit langem von dieser Welt verschwunden sind? Ah, das weiß ich nicht, aber wir schauen uns hier mal genauer um. So, wir haben eine neue Aufgabe, so wie es aussieht. Wo ist denn das? Hier, da. Der künstliche Planet ist ein verlassenes technologisches Wunder. Ich muss einen Weg finden, ihn wieder zum Leben zu wecken. Okay, dann versuchen wir das mal. Das sieht eigentlich ganz cool aus hier. Da blinkt was. Aber da kann ich leider nichts machen. Hier, ein riesiger Obelisk, okay. Und da geht's weiter. Schauen wir uns erstmal, geht's da auch weiter? Nee. Immer noch riesiger Obelisk. Aufgewühlter Himmel, okay. Bleiben wir erstmal bei dem Obelisken. Wie groß ist denn bitte dieses Teil? Ist das ein Haus? Annahme. Alle Kabel kommen an diesem Ort zusammen. Es könnte sich um eine Art zentrale Stromsteuerungsstation handeln. Vielleicht benötigt sie genug Energie, um korrekt zu funktionieren. Ach so. Ja, dann müssen wir da so Energie zufügen. Also, gut. Schauen wir uns nochmal den aufgewühlten Himmel an. Dieser Ort ist verdammt bedrohlich. Ich stimme zu. Die Aussicht ist nicht so schön wie auf Zenobia. Die Art, die diesen Planeten bewohnt hat, muss über die Umwelt ganz schön deprimiert gewesen sein. Kein Wunder, dass sie losgezogen sind und die Ambrosianer versklavt haben. Ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Gut, dann schauen wir uns mal, da ging es doch noch nach links. Ah, hier, da und hier, da, da. Dinge, da sind Dinge zu sehen, okay. Ja, da kommt das raus. Machen wir gleich mit dem Obelisken hier weiter. Es ist eine kleinere Version des Obelisken, den wir auf dem Platz gesehen haben. Sekunde mal. Hat das Ding einen Sprung? Gut gesehen, Rachel. Es sieht so aus, als wäre hier eine Art Sockel. Wer weiß, wofür dieser benötigt wird. Da muss man bestimmt was reinpacken. Außerirdischer Sockel, ja toll. Ein außerirdischer Sockel. Ekelhaft. Ich frage mich, wozu das ist. Offensichtlich war einmal etwas innen eingesetzt. Mir ist echt egal, wozu das Ding gut ist. Manche Sachen bleiben besser im Dunkeln. Tja, aber das wird wahrscheinlich hier nicht der Fall sein. Wir werden da wohl was reinsetzen müssen. Was haben wir jetzt noch hier? Dinge. Okay, schauen wir uns mal diese Dinge da an. Es tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, wozu die gut sein soll. Müll von Aliens. Das sieht aber irgendwie kaputt aus. Das muss man vielleicht reparieren. War das alles? Kann man da noch was machen? Zurück zum Hauptplatz. Ja, gut, dieser Sockel da. Was sagt denn hier die Lupe? Ja, nichts weiter. Okay, also gehen wir erstmal wieder zu... Oder kann ich da noch was machen? Sockel untersuchen. Ja, den haben wir ja untersucht. Also nochmal zurück. Wie sieht's hiermit aus? Ach, da kann man auch noch hingehen. Und da auch. Aber... Ah, hier. Okay, dann hier noch und da, wo es ein bisschen hell ist. Okay, gehen wir erstmal dahin. Da ist auch so ein Sockel. Obelisk. Ja gut, Obelisk. Es ist eine kleinere Version des Obelisken auf dem Platz. Die müssen für irgendetwas gut sein. Wir müssen einen Weg finden, sie zu aktivieren. Genau, das sehe ich auch so. Aber schauen wir uns erst nochmal diese Dinge hier an. Ist eigentlich egal, wo man da hinklickt. Es sieht aus, als wäre der gesamte Planet eine riesige biomechanische Maschine. Ja, aber wir müssen herausfinden, was für einen Zweck sie erfüllt. Ja, das wäre interessant zu wissen. Ne? Okay, dann... Ich schau nochmal hier. Ach, da hinten noch was. Okay. Wow, das ist unglaublich. Ich dachte, du hast diesen Ort. Insgesamt schon. Aber dieser einzelne Anblick ist atemberaubend. Davon hätte ich gerne ein Gemälde an meiner Wand. Ich werde ein Foto für dich machen. Ja, das wäre schon interessant. Okay, also ganz großes Gemälde, so die ganze Wand voll. Aber lieber ein Foto. Genau, also nochmal den Moment Foto. Nee, wir haben aber nichts zu analysieren. Gut. Noch so ein Obelisk. Die sind echt überall. Sie müssen verbunden werden. Wir müssen herausfinden, wie man sie bedient. Ja. Entfernte Türme haben wir da. Gut, schauen wir uns die an. Was glaubst du? Wozu sind die Türme? Ein Verteidigungssystem? Ich erkenne einen starken Energiefluss, der von diesen Türmen ausgeht.
Es sieht so aus, als würden sie ein Signal übermitteln. Könnte das der Ursprung des ersten Kontaktes sein, den unsere Chandra-Satelliten empfangen haben? Wer weiß. Hört sich aber plausibel an. Okay, mehr kann man da nicht erfahren. Haben wir denn noch was hier? Da unten ist Rauch. Dann sehen wir uns mal den Rauch an. Ist das ein grünes Licht? Natürlich. Der gesamte Bereich ist grün beleuchtet. Aha, okay. Gut. Dann nochmal zurück. Da war ja hier noch was, oder? Moment. Ja, da waren wir ja gerade. Also nochmal eben zurück zum Hauptplatz. Und dann gehen wir mal da runter. Denn da waren wir ja noch nicht. Natürlich noch ein Obelisk, das ist klar. Diese Dinge interessieren mich immer mehr. Ja, mich auch, aber wir müssen... Ah, orangefarbene Flüssigkeit, okay. Bitte verlange nicht von mir, eine Probe zu nehmen. Die Flüssigkeit würde mich wahrscheinlich innerhalb von wenigen Sekunden zusammenschmelzen lassen. Woher kommt diese orangene Flüssigkeit? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht finden wir es heraus. Wahrscheinlich ist das auch Lava. So, da haben wir noch was. Da geht's wahrscheinlich weiter. Okay, machen wir das mal. Was für eine Müllhalde. Moment mal. Ist das ein kaputter Xier? Wer sagt denn, dass das eine Müllhalde ist? Kaputter Xier. Okay, untersuchen. Schau, ein Teil bewegt sich noch. Was ist das für ein blinkendes Teil im Inneren? Das muss eine Art Antrieb sein. Ja, den kann man dann da einsetzen. Artefakt erstmal untersuchen. Können wir es analysieren? Ich wäre stark dagegen. Mit dieser Technologie in der Nähe könnten wir leicht die Analysestation beschädigen. Besonders, wenn wir es mit einer unbekannten Energiequelle zu tun haben. Dann nehmen wir es erstmal mit. Gut, wir haben es. Aber kann man es jetzt untersuchen oder nicht? Nein, wir können es nicht untersuchen. Okay, dann hier, mal die Aussicht anschauen. Ich denke, Sie haben an diesem furchtbaren Ort gelebt. Vielleicht haben Sie ihn als schön empfunden, Rachel. Was weißt du schon? Außerdem wissen wir nicht, was Sie gesehen haben, als Sie da waren. Oder erwartest du tatsächlich, dass diese Wesen menschliche Augen haben? Das ist natürlich richtig. Ja, gut, haben wir noch was hier? Nein. Wir haben also da was mitgenommen, okay. Kann man das vielleicht in diesem Dings einsetzen, da? Wo war das nochmal? Das war doch hier, oder? Hier, da, genau. Sockeluntersuchung, Artefakt einsetzen. Okay, setzen wir es mal. Beobachtung. Aus dem Obelisken kommt eine organische Substanz heraus. Ja. Julia, sag mir bitte eine Sache. Wir sind auf einem künstlichen Planeten, irgendwo in einem entfernten Sonnensystem. Und ich soll irgendwas mit diesen Neuronen machen. Oder was auch immer das für ein Kram ist. Was soll ich denn genau machen? Ich würde dir empfehlen, mit ihnen herumzuspielen. Danke. Toller Vorschlag. Ja. Sehr hilfreich. Dieser Ort ist so ungewöhnlich, dass deine Annahmen genauso gut sind wie meine. Tja, das macht aber irgendwie auch wieder Sinn. Okay, ich würde sagen, bevor wir damit rumspielen, machen wir Schluss für diese Folge. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die letzten beiden Folgen sind. Da ging ja irgendwie was ein bisschen durcheinander. Ich habe vielleicht was rausgeschnitten oder auch nicht. Und eine Unterbrechung hatte ich auch. Das könnte sein, dass die etwas kürzer sind, aber das macht ja nichts. Wir werden also in der nächsten Folge sehen, was wir hier machen können mit diesen Neuronen. Die sehen auch wirklich wie Neuronen aus. Hier sitzen die Dendriten da. Okay, ja. Also weiter in der nächsten Folge. Bis dahin viel Spaß und noch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.